Hallo, ich bin Carsten Engrüten. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Also ich bin hier im Dorf Grüten, wirklich im alten Dorfkern. Und das Neanderland, also sprich der Kreis Mettmann, hat heute zu einer Blogger- oder in meinem Fall Vlogger-Wanderung aufgerufen. Die möchten halt das Neanderland als Wander- und Ausflugsziel ein bisschen bekannter machen. Und ja, wir haben uns gerade... Sag mal, die ersten haben sich jetzt schon getroffen. Wir warten jetzt, dass alle da sind. Bin mal gespannt. Also ich weiß, dass ein strammes Programm vorbereitet wurde. Und ich würde sagen, ich nehme euch dann heute mal mit. Und wir schauen dann mal, was es hier im Neanderland so Spannendes zu sehen gibt. Also, bis später. Na, und der Neanderlandsteig ist natürlich auch nicht weit weg. Ja, jetzt haben wir gerade so ein paar Goodiebags bekommen. Mit ein paar Infomaterialien. Und für jeden ein Apfel aus dem Neanderland. Da bin ich mal gespannt, wie der nachher schmeckt. Ja, und schon gehen wir los. Das erste Stück erstmal durch einen kleinen Park. Ja, genau. Ja, genau. Das ist ja, da vorne läuft unsere kleine Gruppe. Es sind nur in Anführungsstrichen 7 Leute. Aber nichtsdestotrotz schon interessant. Ja, lustig ist auch, ich bin der einzige Vlogger in der Runde, also der einzige mit dem YouTube-Kanal. Die anderen schreiben alle. Das ist auch mal interessant, aus einer anderen Richtung zu erfahren. Schon ganz spannend.
eine Lichtenleiche im Wasser. So, und nachdem ich jetzt mittlerweile ja schon dreimal hier am Neandertal-Museum vorbeigegangen bin, geht es jetzt endlich auch mal da rein. Ja, und damit wir auch alles gut verstehen, haben wir jetzt hier so Kopfhörer gekriegt, damit wir von der Führung nichts verpassen. Ja, nach dem Museumsbesuch hatten wir alle eine kleine Pause nötig. Aber so nach und nach stehen alle wieder auf den Beinen. Ja, und da das eine kulinarische Wanderung ist, darf das Essen natürlich nicht fehlen. Ja, jetzt sind wir am Endpunkt unserer Wanderung angekommen. Wir sind jetzt hier am alten Backhaus in Erkrath und wollen dann jetzt noch ein bisschen Brot backen. Bin mal gespannt. Und dann mit dem Brot ein Brötchen einfrieren, weil dann ist das Klima im Kühlschrank ist dann gleich, weil der Ausgleich stattfindet. Nehmen Sie mal, was geschlossen ist, dann haben Sie Schnee auf dem Brot. Und wenn das Brot dann auftaut, wird das matschig und schimmelig. Auch wenn hier keine Konservierungsstoffe drauf sind, drin sind. Ja, jetzt haben wir ordentlich geknetet und unsere Brote sind jetzt im Ofen. Wir sind schon alle gespannt, wie die Dinger schmecken. Aber die können nur gut sein, die Brote.
Ja, gar nicht erwartet. Ne? Die sind ja gut aus. Ist aber auch nicht. Wie gesagt, die heißen jetzt angezogen, weil die so aneinander hängen. Ja, klar. Jetzt sitze ich schon im Auto, ging gerade ziemlich schnell mit der Verabschiedung. Es war ein wirklich toller und interessanter Tag. Wir haben wirklich viel gesehen heute, viel Interessantes erlebt. Ja, wir haben auf jeden Fall einen schönen, interessanten Tag gehabt, viel gelernt über die Entstehung des Neanderlands, beziehungsweise des Neandertals, muss ich ja in dem Fall sagen. Aber wir sind ja durch das Tal gewandert. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Und ich sage dann mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.